So, und da sind wir. Waren eigentlich alle Spieler da, jetzt sind sie nicht mehr da. Der Klassiker. Also die Jungs von Space Jam waren eben auch vollzählig anwesend. Jetzt hat aber wieder einer gelieft, das heißt, wir müssen doch nochmal warten. Ja. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Oder noch für Space Jam. Wer hier halt auch vielleicht noch etwas einfach taktisch noch ein bisschen besser eingespielt ist, noch ein bisschen was vorbereitet hat, das werden wir alles sehen. Wir drücken auf jeden Fall Berserk die Daumen. Der letzte von Space Jam da auch in der nächsten Minute sogar. Auch mal eintrudelt wieder. Sonst müssen sie nämlich mal begründen, warum der da nicht kommt. Fußball-WM. Ja, genau. Muss noch mal kurz aus dem Stadion kommen. Ja, die Leitung. Die Internetverbindung die da auf dem Ring ist nicht so gut, genau. Die Leitung im Oberrang ist nicht so gut. Musste erstmal unten in den. Der wollte ich schon fast sagen. Unterrang gehen. Steht wahrscheinlich, sitzt wahrscheinlich dann in Kaliningrad an dem, in dem Stadion, wo die Tribüne aufteilt von dem Stadion und dann nicht mal da ist. Da ist die Leitung. Ja, braucht der LTE-Empfang. Ja. Ja, wir schauen mal. Ich hoffe natürlich auch immer, dass es pünktlich losgeht, aber das sind natürlich alles so Sachen, die nicht beeinflussen. Und Berserk liegt es ja auch nicht, sondern in dem Fall ist ja Space. Na, die Jungs von Berserk sind da auch schon seit 5 vor auf dem Server. Ja. Konnten sich da schon warm schießen, ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Langweilen sie jetzt auch. Aber jetzt ist der letzte Spieler da. Pascha Neu hat es auch auf den Server gefunden. Jetzt schauen wir mal, dass es hoffentlich gleich zügig in die Knife geht. Zu Ready Up erfolgt ja hoffentlich demnächst. Nach wie vor nicht wundern, dass mit dem Gewehr-Plugin das bringt halt immer wieder das Problem, dass es halt aussieht. Aber, so wie es jetzt aussieht, genau, sind wir ready für die Knife Round. Schauen wir mal, was da passiert. Man trifft sich natürlich auf Erlangen. Der Klassiker ist jetzt alles nichts Neues. Wird da jetzt taktiert oder geht es dann eher etwas humorlos zur Sache? Ich würde sagen, ja, eher zu humorlos. Geht da mal einen mit. Fanat mit dem ersten. Hat den Solek zurückgetrennt. Robson mit einem Diamond Case. Oh, das geht gut hin und her. Jetzt ist noch Butcher. Der wird aber runtergeneift von Robin, der dann für die Space Jam Jungs die Seitenwahl gewinnt und ja, man state ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und dann schauen wir mal, was jetzt Berserk als T so vorbereitet haben. Utility dabei Solek, Tarsi, Mali und Butcher jeweils mit dem Kevlar und David K. nochmal mit Molotov. Oh, Space Jam da auch nur mit Kevlar, keine Smoker oder so dergleichen vorhanden, da wird nur auf die Feuerpower gesetzt und Fanat ist da auch schon im offensiven Push, kann auch direkt mal das Patscher rausnehmen, sorry. Aber David K. direkt mit dem Refact, hier pushen den It's My, sofort rausgenommen. So, Pascha Neu kann den ersten Tag setzen gegen Mali, muss jetzt aufpassen. Und dass er sich dann im Duell verzettelt, David K. gleichzeitig unten den pushenden Fanat rausgenommen. Somit ist es ein 3 gegen 4, man zieht sich jetzt auch Short zurück, Robin. Und Paranoi, die jetzt durch Duell gegen Lang bekommen. Tarsi mit dem ersten Headshot. Oh, 2 gegen 4. Und jetzt hat man sie so ein bisschen eingekreist. Man hat auch keinen Kit. Oh, Mali. Mali hat da jetzt eigentlich. Oh, macht den Kill sogar da. Macht beide. Macht den zweiten auch. Also, Pascha Neu hätte da auf jeden Fall 2-3 Möglichkeiten gehabt, ihn rauszunehmen. Ich weiß auch nicht, ob ihn da so früh gesehen hat, aber von der Nähe her ist das dann natürlich unglücklich. Trotzdem, die Runde hätte es natürlich nicht gewonnen, aber man hätte auf jeden Fall noch ein bisschen Geld einnehmen können. So forst man dann in der zweiten Runde. Muss er sowieso mindestens zweimal Geld sparen. Fanat im Scout-Duell da gegen David K. Der forst aber auch nicht extrem. Einmal nur geguckt. Und jetzt geht's Erlang raus. War schon neu mit der Deagle vom Side. Kann er da die One League setzen? Den ersten macht er nicht. Kann natürlich Info sammeln. Den zweiten macht er auch nicht. Ich werde jetzt durch den Motor. Aber Roman gleichzeitig mit zwei! Hei, 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 hei.
Jetzt Mai mit der CZ auch nach dem Nerf immer noch stark. Roman mit fast dem nächsten Pascher neu. Das ging jetzt aber echt schnell. Auch wenn Roman dann bestimmt ein bisschen Glück hatte, aber trotzdem ganz, ganz starke zwei Treffer da. Drei. Drei sogar? Drei waren es am Ende. Zwei am Anfang und den letzten hat er auch noch kurz weggedrückt. Also, Deagle läuft. Ist natürlich nicht so, wie sich die Jungs von Berserk das vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz muss man jetzt auch gegen. Genau. Und hat da eventuell sogar einen kleinen Vorteil gegenüber den McTens, die da gekauft werden. Aber nur zweimal Helm dabei, zweimal sogar ohne Kevlar überhaupt. Aber Space Jam hat ja gezeigt, okay, mit Deagles kann man da auch die Runde gewinnen. Ja, wird jetzt drauf ankommen. Roman natürlich damit, der McTen will ja die Close Range irgendwie versuchen einzubringen. Den Gefallen tut dem Berserk bis hier noch nicht. Und man ist sich nicht so ganz sicher. War schon neu, hat er da mit und David Kay gesehen? Zieht sich auch erstmal zurück. Roman. Und Fanat sieht da jetzt den ersten. Und Mali und Tazi machen aber die beiden Frags. Roman und Fanat fallen. Ah, Lang ist somit erstmal offen. Nur Pascha Neu, der da im Car steht. Gucken, ob sie den checken. Solek. Der checkt ihn nicht. Hat die Info jetzt natürlich. Batscha weiß natürlich, K muss stehen. Okay, Mali übernimmt das aber schnell. Somit ist es ein 2 gegen 3. Kurz kommt jetzt auch schon langsam dazu. Da ist Andu auf dem Weg. Die Nate. Oh, Tazi, einer P. Ach, der muss nur noch angehaucht werden da. Kann ihn sogar fast mit der Flashbang da abwerfen. Baume geht aber auf jeden Fall runter. Und hat jetzt die Möglichkeit mit der Scouter sehen rauszunehmen. Wird natürlich ziemlich gefährlich da, aber soll eigentlich nur baiten da, um den Kill zu ermöglichen. Aber da wird dann weggesniped. Natürlich mit der Scout gegen Gegner ohne Kevlar sehr, sehr einfach. Hier haben wir dann. Und Mali eigentlich mit der guten Position da beide rauszunehmen. Muss jetzt auch noch Undo da mit einem Shot rausnehmen, hätte dann 4K. Ja, ja, das macht er. Schöne Runde da von ihm mit der AK, die hat er gut einbringen können. Ja, munterer Beginn, geht erstmal hin und her, da kann sich keiner absetzen, Money technisch. Da ist die Frage, ob Space Jam jetzt nochmal force, es sieht danach aus. Wir haben sich gedacht, okay, hat in der zweiten Runde schon geklappt. Berserk hat es jetzt auch gerade geschafft, warum soll man es nicht nochmal versuchen? Ja, und gleich diesmal mit zwei Scouts. Scout-Setter. Fanat mit der einen. Ja, aber diesmal wird es schwieriger. Alle Spieler von Berserk dann mit voller Armor-Ausstattung. Ja, und Fanat kriegt er erstmal von David K. einen Bodyshot mit. 52 AP hat er dann noch. Somit leichter Vorteil für die Ts, die jetzt kontrolliert versuchen, einfach ein bisschen Info zu sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob Solik da oben den Boost gesehen hat. Ja, ich glaube, wenn er da auf die Map guckt, wird er das schon gesehen. Und gleichzeitig erhält jetzt mit da unten die Mates gehen lang durch. Roman, da Tazi gesehen. Boah, kann da fast den Headshot setzen. Boah, den macht er David Kay. Zurück von David Kay, genau. Ja, und Solek gegen Andu. Boah, die gibt auch noch einen mit. Schönes Ding da von ihm. It's Mai kann da Zartasien rausnehmen, das war, dabei bleibt es dann auch Mali direkt in den Refrag, Pascha neu. Macht den Spectre, kann sich die Farmer sichern. Direkt nochmal auf den Side gucken, aber Mali ganz sicher. Und dann bleibt es nur noch der getaggte Funner, der mit der Scout davon CT vielleicht auf den Exit Frag hofft. So wie jetzt aber die TSG aktuell stehen, wird nicht mal das passieren, die werden über kurz verschwinden. Und David K, der bleibt schon im Pit drinne. Ja, vielleicht auch besser die Scout durchzubringen. Man muss auf jeden Fall Econ in der nächsten Runde. Dann hätte man beispielsweise auf A lang den Range-Ausgleich, aber Mali denied das. Und damit ist überhaupt nichts da. Ja, Wischer fangert halt auch auf dem falschen Fuß. Der aimt halt die ganze Zeit links ab, weil er denkt, okay, vielleicht springt da einer dann am Crosspoint durch. Mali droppt dann einfach mal von kurz runter. Damit hat er halt nicht gerechnet. Oh, schöner Edge unter von Tazin. Okay, direkt noch den Cross und den It's My rausgenommen. Komm ich gar nicht mit hier. Und Andu. Auf B. So, der geht doch allang gegen Fanat. Macht den auch. Machen die auch ganz sicher. Pascha neu. Pascha neu nicht. Oh,
Ja, der wird auch noch gefragt. Und jetzt ist nur noch Robin, der auch an der Smoke steht. Will kommt da durch. Kann aber keinen Frag mehr machen. Flawless Runde für Berserk. 4 zu 1. Das ging sehr, sehr Mali schön. Jetzt auch mit 11 Kills schon nach 5 Runden. Das kann man sich auch mal geben. So, und jetzt haben wir sowas wie eine Buy-Round bei den CTs, wobei das auch nur sehr bedingt stimmt. Viel ist es nicht. Das waren die Menschen, wenn da nicht so gut funktionieren in den ersten Runden. Aber it's my. Unter 2000 gekauft. Wieder unten in die Cutters rein. Das hat in der Pistol-Runde gut funktioniert, dass man da mal gegen gepusht hat. Aber er will es nicht overpeaken. Pasch 9 Fanat kurz. Das heißt, man wird die Mitte dicht bekommen. Das klappt bis hierhin auch. Okay, lebt das sehr gefährlich gegen drei Leute im Endeffekt in der Mitte da. Ja. Hat er gleich das erste, jetzt weiß er auch, okay, Short steht schon mal was. Die Info hat er jetzt schon mal. Space Jam hat sich doch eher auf einen Argo eingestellt. Ja, Fanat muss natürlich auch aufpassen. Wenn er da zu weit rumspringt, kann er da Probleme bekommen. Aber er kann David K. auf den falschen Fuß erwischen. Somit die erste Überzahlsituation für Space Jam. Ich will das Jaka schnappen, aber Tarsin macht da erstmal zwei Kills auf Coach. Rennt aber dann an jetzt mal vorbei. Kann ich natürlich einfach fragen. 3 gegen 3, leichter. Der Waffenvorteil ist ein bisschen weg. Hier noch ein leichter Equipment-Vorteil. Robin erwischt da mal die auf dem falschen Fuß. Aber Butcher direkt in den Refact da. Andu aber auch wieder mit 1 gegen Solek. So, Butcher 2 gegen 1. Ja. Keine so leichte Aufgabe, besonders weil It's My komplett außenrum rotiert. Kommt jetzt A-Lang gleich. Das ist die Frage, wann Butcher da den Fokus drauf hat. Den hat er jetzt! Kann den Kill aber nicht setzen. Und damit 2 zu 4 für Berserk. Die können auf jeden Fall nochmal kaufen. Space Jam muss jetzt auch die Runde gewinnen, sonst haben sie wieder einen kompletten Money Reset. Ja. Das wäre natürlich für Berserk nicht schlecht, wenn sie jetzt dann noch 5-2 stellen könnten und dann vielleicht die sechste Runde gleich noch hinterher schieben können. Wir schauen mal. Aber gerade halt sehr auf die Einzelduelle das Game verschoben, also nicht jetzt versucht so groß, okay, man go was zu machen, sondern versucht das erstmal mit einem individuellen Skill zu lösen. Das hat jetzt gerade in der Runde nicht so optimal geklappt. Zwar macht Tarsin ja die beiden Fracks von Cutters aus, dass natürlich noch ein dritter steht, kann er nicht unbedingt erwarten. Und jetzt wieder das Double Short Setup da, wieder ist Tarsin da unten. Gucken, ob er da wieder die beiden Fracks setzen kann, aber ja nicht danach aus, dass man da einen Kontakt sucht. Ja, ich glaube, er wird da einfach erstmal abgestellt, dass man halt dann, okay, wenn B was pusht, den fängt er dann ab, oder wenn da unten mal in die Cutters was reinkommt. Mehr soll er da erstmal nicht machen. Ja, ich glaube, die beiden Jungs von Space Jam da auf kurz haben noch ein bisschen Respekt gelernt gerade. Wenn man da eigentlich im Endeffekt einen Double Death kassiert. David K. tastet sich so langsam vom Pit her vor, wenn er das wüsste. Den Bang. Vielleicht probiert er den jetzt sogar mal. Ja, jetzt hat er gesehen, jetzt heißt das, er wird den Bang probieren. Auf lange Sicht. Oder? Hofft er drauf, dass er nochmal gepiekt wird. Ja, gleichzeitig seine Mates, die jetzt Mitte Druck machen. Tasi mit unten, der smoked jetzt schon mal ab. Und dann geht's Richtung Short. Da stehen jetzt Robin und Paschneu. Robin ist erstmal komplett weiß, aber die Flash faded halt. Da muss eigentlich nochmal einen hinterher. Aber David, in Mali macht da einen Kill. Jetzt wird das richtig teuer da. Aber auf jeden Fall hat man erstmal den Zeit geöffnet. Und wieder It's My. Der da. Tja, hört er jetzt It's My auf kurz. Hat natürlich nur 12 HP, muss die Smoke da irgendwie nutzen. Ich weiß natürlich, dass die Utility da hat. Die Flash. Die eigene Flash. Ando vom CT aus gegen 3, da hat er eigentlich keine Möglichkeit. Da kann er vielleicht noch Short einen Butcher rausnehmen, aber da darf er eigentlich nicht mehr Zeit kommen. Nicht mehr das schafft der Mali. Passt auf. Somit die fünfte Runde, die angesprochene. Und der Reset für die CTs. Optimal gelaufen für Berserk. Somit haben sie jetzt halt gleich die Möglichkeit, noch eine oder vielleicht sogar zwei Runden hinten dran zu hängen. Und dann sieht das ja in der ersten Halbzeit schon ziemlich freundlich aus. Und das müssen ja nicht die letzten Runden gewesen sein.
So, David Kay, kann der da mit der AWP was anrichten? Den ersten verschießt er. Den zweiten auch Underpasses. Underpass sag ich schon. Cut das ist rein. It's my. Der ist closer mit der CZ. Aber Tarsin und Butcher warten erstmal ab. Die rechnen natürlich so ein bisschen, okay, da könnte was jetzt gepusht kommen. Das passiert jetzt auch. It's my. Springt da in das Cross-Setup rein. Das Blut ist noch verteilt auf der Wand. Und Pascha Neu jetzt mit der Scout alleine. Boah, macht da aber erstmal den Kill auf Alang. Und gleichzeitig Fanat Mitte hoch. Und David Kay verpasst den so ein bisschen. Ali kann da Pascha Neu rausnehmen. Hat aber direkt den Kontakt wieder auf A-Side. Macht den aber auch ganz, ganz sicher. Und die Frage also ist jetzt halt einfach Fanat. Der kommt jetzt gegen Pa Butcher. Und den kann er nicht machen. Dann kriegt er nicht den One-Dig rein. Gut gelaufen für die T's. Hätte auch anders laufen können. Butcher aber mit dem nächsten. So, man hat auch die letzte Info. Wo ist Andu? Der hofft vielleicht jetzt irgendwie noch an eine Waffe zu kommen. 4 gegen 1. Man huntet ihn da jetzt doch schon ein bisschen. Na, Diegel und Kevlar weg. Wäre ja auch nicht so schlecht. Ja, Butcher. Der hat Richtung T-Spawn schon mal die Witterung aufgenommen. Mali tastet sich. Hat das vor. Da ist halt auch Tarsin dabei. Das heißt, wenn jetzt noch der Deagle-Frag fällt. Oh, vielleicht baitet man da sogar. An der Form, wie der Mali gerade ist, brauche ich da, dass er das auf jeden Fall alleine auch hinkriegen würde. Ja. Macht er auch. Oh. 17-2-2 dafür, Mali. Ja, hat er eben den Arsch quasi alleine geklärt. Also. Hier würde man als Beispiel mal von einem Carry sprechen, natürlich, aber Teamleistung im Endeffekt ist natürlich auch da. Geht jetzt nicht rum und macht überall alleine die Kills. Also eine One-Man-Show ist es nicht. Andu kriegt den Tag von der AWP. Es ist nämlich halt nochmal eine Eco-Runde. Das heißt, man kann hier echt auf 7 Runden stellen. Nein, natürlich, es ist jetzt kein One-Man-Show. Er hat eine ordentliche, nein, nicht eine ordentliche, er hat eine sehr, sehr gute Performance gerade. Gar keine Frage, das hilft zum Team natürlich auch. Und Mali mit dem da nächsten. Kommt der nächste Frick. Wo wir gerade von sprechen. Dann läuft natürlich sowas auch. Das ist natürlich extrem gut. Zieht so ein, hilft zum Team natürlich auch. Besonders wenn man halt einen negativen Rekord in dem Moment hat. Vor allem weiß man, okay, der macht die Frags heute sicher. Den schicken wir einfach mal ein bisschen vor. Dann macht er die Anti-Frags und dann können wir damit arbeiten. Zwei Duelle, die da kommt die schöne Flash eigentlich. Ja gut, gegen die Shotgun kann er nicht viel machen. Tarsin ist aber für ihn da, kann direkt den Refrag ziehen. Somit ist es wieder ein 2 gegen 4. Man ist sich noch nicht so ganz sicher, ist der A-Side schon frei? Tarsin tastet sich da langsam vor, wird aber gar keinen Widerstand vorfinden, weil Andu und It's My beide B. Jetzt Andu so langsam ein Cutbus ist. Gucken. Ja, also It's My wird sich nicht mehr groß zeigen, der wird seine PZ 15 jetzt durchbringen. Ja, Tarsin schließt den Side aus mit. Solek zusammen, Bombe ist dann auch für kurz gelegt. Jetzt ist es nur noch Andu. Der ist aber jetzt auch Kontakt damit, Batcher. Letzt doch erstmal David einen Hit. Okay. Sag mal, hallo? Hat da ein bisschen Pech. Will da nicht fallen. Kann da nicht den nötigen letzten Hit setzen, um Andu dann rauszunehmen. Der will jetzt aber vielleicht nochmal das Duell ziehen. Dann ist Feierabend, Solek. Schnappt sich den. Er will dann doch noch den Frag setzen. Schafft es sogar fast. Kann einen Headshot setzen. Schönes aber mit Ding. Dem Helm hält das natürlich ab. Aber Solek dann halt wieder on point. So, und das ist die nächste Byround. Und es ist halt wieder eigentlich keine richtige Byround. Wir haben bei Fanat eine Glass Cannon. Da ist nur die AWP, kein Kevlar und eine einzige Smoke dabei. Viel ist das nicht. Du hast wieder kein einziges Kit. Das ist auch alles andere als optimal. Die Teamfrag da. Eine AP weggenommen. Jetzt mal. Und soll jetzt mal Richtung B gehen. Das hatten wir bis dato kaum. Es ging eigentlich immer eher A-lastig. Das sieht man jetzt auch in der Aufstellung von Space Jam. Die sind komplett auf A lang eingestellt. Und so langsam geht da auch die Rotation wieder zurück. Vielleicht wollte man auch ein bisschen das suggerieren, dass da jetzt endlich mal Abwechslung reinkommt, nenne ich es einfach mal. Und das könnte halt sogar aufgegangen auf B sein. Läuft, genau. Weil It's My steht da jetzt zusammen mit Pasch Neu Mitte unten. Da natürlich aber auch Glück mit haben. Schauen wir mal. Das Problem ist daran natürlich, dass man jetzt nur noch einen hat, der vom Zeit hier Short hält. Und It's My kann da nicht wirklich viel gegen richten, wenn einmal gesmoked wird oder einmal geflasht wird. Tarsin jetzt auch schon dadurch.
Müssen jetzt halt so ein bisschen aufpassen, dass es nicht quasi jetzt mal in den Rücken läuft. Versucht er zwar, Mali. Ja, hat ihn aber gleich wieder. Ja, der ist halt einfach gerade in einer bestechenden Form, die Frags sitzen. Und jetzt geht's dann doch nochmal Richtung B. Man hat jetzt 40 Sekunden, also Zeit ist noch genügend da, aber man muss jetzt auch was machen. Andu kommt da jetzt so langsam vor. David K. AWP. Hält ihn da ab, hat jetzt die Info. Batscher ist auch. Den Überraschungsmoment nicht mehr auf seiner Seite. Muss sich da jetzt zurückziehen. Hoffen, dass sein Teammate da den Frag in der Mitte macht. Genau. Passiert auch. Und ja, Andu mit Eile gegen Batscher. Mehr wird's aber auch nicht mehr. Ja, Pascha Neu macht dir den auch mal möglich. Jetzt aufpassen. Aber von Naht. Auf jeden Fall runtergehen. Gleichzeitig kann davon. Von der CT spawnen eigentlich aus. Bombe geht durch, wird aber auch gleich defused. Somit das 3-7. Zwar für Berserk. Sie ist natürlich eine sehr, sehr ordentliche Leistung bis hierhin. Also 7T-Runden, da glaube ich, kommen auch noch ein paar dazu. Wir warten jetzt mal ab. Interessant ist natürlich auch Space Jam Double AWP-Setup jetzt. Das kann natürlich gut funktionieren, es kann aber auch total in die Hose gehen, dass du dann halt gegen die AKs dann halt, wenn du den ersten Shot nicht setzt, dann ein totales Problem bekommst. Und wenn ich sehe, dass halt Mali da mit 20 Kills nach 10 Runden unterwegs ist, den willst du dann nicht unbedingt facen. Ich glaube, bei Space Jam hat man gemerkt, okay, das Spray sitzt heute bei uns nicht so ganz, aber der First Shot landet dann doch häufiger. David K. wieder mit dem Black Shot. Jetzt mal auf 13 AP runter, direkt zum Rundenbeginn. Das ist natürlich auch immer das Horrorszenario, dass du halt quasi B crossen willst und direkt schon den Black Shot bekommst. Du hast dann nicht mal irgendwas gemacht und bist schon quasi tot. Pascha Neu will jetzt Double Doors, will er dann noch weiter vor? Könnte da Glück haben. Und jetzt die Smoke. Sorgt vielleicht dafür, dass man bei Berserk denkt, da steht der ist uns zurückgegangen. Das, genau, steht keiner mehr. Aber man macht diese Anstalten eben nicht und versucht eher kurz ein bisschen Raum zu schaffen. Wo man ein Stück weit auch durchkommen könnte. Da ist zwar Fanat am Headshot, der versucht da kurz zu halten. Gucken, was jetzt die Berserk-Jungs sich überlegt haben. Das wird ein klassischer B-Split. Durch schöne die Mitte. Smokewall da. Hat da Rowan gar keine Chance, irgendwas zu nehmen. Aber der Spray von ihm. Schöne Shots da durch die Smoke. Der sitzt da für Mali auf 14 AP runter. Aber Tarzin erwischt beide Spieler auf B off-guard. Aber gleichzeitig halt auch die CTs mit zwei Frags. 3 gegen 3. Wir schauen mal. Oh, der nächste. Man kann direkt mal einen Box-Shot, nenn ich es einfach mal, setzen. Durch die Box da durch. Pascha Neu jetzt auch da am Facen. David K. wunderbarer Flex da von ihm. Kann er Pascha Neu rausnehmen. Somit hat man dann den einen flankenden Spieler rausgekommen. Jetzt sind es nur Fanat und Robin. Die ziehen sich auch zurück. Die Bombe tickt schon zu schnell. Man weiß einfach, dass das da schwierig wird. Oh, Robin muss jetzt aber auch noch. Wenn er Pech hat. Man will auf jeden Fall noch die Arme rausnehmen von Fanat. Aber der steht natürlich da eigentlich perfekt. Oh. Glück, dass er da nicht den Penetration gemacht hat, aber sie machen beide am Ende noch. David K. und Butcher können die letzten verbleibenden Waffen auf der CTS rausnehmen, damit das 3-8 und natürlich wieder ein ordentlicher Money Reset. Man muss auf jeden Fall jetzt Econ. Mit den Waffen hätte man vielleicht noch irgendwie einen ordentlichen Forster zusammen kaufen können. Jetzt. Aber ein sehr, sehr schön ausgeführter B-Split da, das muss man mal sagen. Die Smokes waren absolut perfekt. David K. alleine dagegen lang. Erstmal kein Erfolg. Mali setzt aber den ersten Entry Back wie gewohnt, den zweiten. Der steht bei 22. Solek auch nochmal ein. Bevor die Smoke hochkommt, ist Pascha Neu an der Door. Den sieht er vorher noch. Da kann er da durchsprayen. Somit bis hierhin flawless. 3 Fracks. Bombe ist down. Ja, und Fanat und Robin. Ähnliche Situation wie eben. Da war es zwar kein 2 gegen 5, aber da haben sie auch den Afterplant auf B versucht noch zu retaken. Und David K., der steht am T-Spawn. Da könnten sie jetzt beide reinlaufen. Den ersten Shot setzt er daneben. Jetzt muss er aufpassen. Fanat ist schon da. Ja, mit zwei Pistols kann man auch trotzdem Schaden richten, wenn die Arbe einfach nicht trifft. Aber die Mates sind halt da. Solek, der ist zwar jetzt geflasht, aber die Mates sind da. Fanat mit dem Headshot. Oh, oh. Okay. Zwei Headshots. Geht's hier aber los. Oh! Boah, aber David, ganz, ganz sicher. Der sagt sich aber, Alter, das kann ich aber auch, was ihr könnt. Und zappt die letzten beiden auch noch weg. Hey, ja, das waren die angeschossenen First Shots, die da bei Space Jam doch mal häufiger landen.
Klar, bei dem Money, was Berserk hat, ist es nicht ganz so tragisch, aber ist natürlich schon ärgerlich, dass du in der Ego-Runde dann am Ende dann doch noch drei Waffen abgibst, in der Situation, wo es eigentlich sein müsste. Hat jetzt keine größeren Auswirkungen. Naja, man kann sich ja schon ein, zwei Nades dann mehr kaufen bei Space Jam. Schöne Flash da am Anfang, trotzdem Mali ist nicht blind. Und Andu. Muss jetzt aufpassen, genau. David K. legt da mit der AWP mal an. Regen, wollte ich gerade sagen, liegt eigentlich zu weit hinten, aber okay, versucht's nicht weiter. Wird auch kurz ausgeschlossen. Wieder kein Spieler bei Space Jam direkt auf kurz. Ja, Pacha 9 mit der UMP da. Sobald er da aber rausgesmoked wird, und das sieht danach aus, dass sie wieder die Smokes vorbereiten. Könnte ich mir vorstellen. Nee, guckt gerade niemand auf kurz bei den CTs. Erst jetzt guckt Fanat mal wieder drüber. Das hätte halt dann schon einen Moment zu spät sein können. Wenn da die Ts schon quasi durch sind, dann wird es extrem schwer, das zu halten. Wenn er da dann halt vielleicht gegen 3 oder so und sich dann entscheiden muss, er face dann gegen 2-3 Leute. Jetzt kommt erstmal die Smoke. Die behindert ihn natürlich ordentlich. So, und er guckt natürlich auch so, wenn die Ts sich entscheiden, runter zu droppen, was sie jetzt auch machen. Jedenfalls ein, sieht er das nicht, aber ist egal, was er neu da macht. David K., schöner Frag. Ja, ein Fatal kommt erstmal weg, aber läuft da in die Hände von Butcher. Der kann ihn auf 5 AP runterschießen, dann ist erst Robin da. Das heißt, sie wissen, 2 Spieler sind auf lang. Der Rest muss eigentlich von kurz oder CT kommen. Andu ist da auch sind jetzt auch in der Mitte mit in Kontakt. So, jetzt Mai, der kann da nichts machen, wird von oben weggenommen. Und so langsam kommen die anderen Spieler auch Richtung Side näher. Oh, Andu und Robin, ganz, ganz wichtige Facts hier. Ja, Tarzin kann auch nichts mehr machen von Mitte aus, also... Schade eigentlich, weil ja, die Bombe trotzdem hätte man... Trotzdem knapp jetzt hier. Na, ja, es wird aber noch reichen gerade so. Also, wenn er da noch einen Moment rausgenommen hätte... Oder reicht? Ja, doch, müsste reichen. Ja, das reicht. Reicht. Aber schade eigentlich. Tarzi macht das eigentlich gut erstmal. Den das Mitte nochmal, beziehungsweise von Short Mitte halt kurz ausgeschlossen, den Frag gezogen, somit das Ganze wieder zurückgebracht. Aber dann hat es nicht so ganz geklappt. Nichtsdestotrotz, 4-9. Alles im grünen Bereich für Berserk. Wenn da noch ein, zwei Runden dazukommen, wäre es richtig gut. Aber 9 Runden, ich glaube, da kann man ganz gut leben auf der T-Seite. Flashes gehen aber gerade komplett daneben bei Berserk. Und weil A so gut eigentlich immer klappt, geht's auch wieder Richtung A. Fanat diesmal wieder mal short offensiv. Da kriegt er jetzt Butcher zu Gesicht. Da bin ich natürlich komplett off guard. Arm. Gut. Kann er den Frag machen? Vielleicht da raus in der Mitte. Ja. Jetzt schauen wir mal. Solek, das wird wahrscheinlich die Smoke Richtung Whitebox sein. Jawohl. Oder Richtung Cross. Ich möchte den großen Fehler durch die Smoke-Folge. Das kann ich wieder nicht dem. Sagt wieder, ja. Passiert aber nicht viel. So. Tarzin sucht da wieder den Kontakt zu Short, aber es ist noch gesmoked. Fun hat jetzt mit dem nächsten Frag. Und ich kann es euch alles nicht zeigen, weil das Game mich auf die Smoke, das ist natürlich viel spannender. Ich mache immer den Fehler. Ja, lange ist auf jeden Fall jetzt geklärt. Jetzt hat man nur noch Shorts, um da irgendwie durchzukommen. Kommt auch der Molotov schon. Der ist eigentlich zu lang. Oh, Mali kriegt auch noch einen AWP-Shot. Also Fanat mit der AWP, das ist eine ordentliche Mischung. Aber Mali macht nochmal einen Headshot. Aber 9 AP ist natürlich auch eine Hausnummer. Ja, nimmt er jetzt die Arme mit. Will die das Ding wahrscheinlich auch saven. Piekt er jetzt aber nochmal, um noch einen Fragment mitzunehmen. Und die Bombe kommt auf jeden Fall nicht mehr mit 20 Sekunden auf der Uhr. Guckt sich nochmal vor. Das war kein Hit. Mali hat da ein bisschen Glück. Kommt da jetzt wohl auch erstmal weg, weil von lang auch keiner ihn da unter Bedrängnis bringt. Ja, ah, jetzt also die Arme muss auf jeden Fall durchkommen. Ja. Den macht er nochmal. Ja, und Andu, der verpasst ihn knapp. Somit kann er die AWP zumindest durchbringen. Weil jetzt damit kann man auch nochmal ordentlich verkaufen. Ja, ohne die Arme wäre das recht schwierig geworden. Weil Solek, der muss den Job kriegen. Und so kann man halt dann bis zur letzten Runde komplett durchkaufen. Beim Stand vom 9-5. Schaffen sie jetzt noch die 10. Runde oder geht es damit in die Halbzeit mit 9 Runden? Was, wie gesagt, völlig okay wäre.
Da sind wir sehr, sehr offensiv hier auf Alang. Da kommen mehrere Flashes. Er kann, wollte ich gerade seinen ersten Crack schon machen. Macht den aber nicht komplett. Wird dann geflasht und Ruben nimmt das natürlich dann gern. Und zwar mit dem nächsten. Ando mit dem drauffolgenden. Oh, aber it's my Legshot nochmal. Jetzt geht's gerade ein bisschen chaotisch hin und her. AWP wird da weggeschmissen. Bombe wird erstmal geplantet. Smile kann das nicht mehr verhindern. Versucht man da offensiv ein, zwei Spieler rauszunehmen, weil eine andere Möglichkeit hat er auch nicht mehr. Ist nämlich alleine jetzt. Macht aber nur einen und wird dann umrundet. Und dann ist es zur Halbzeit ein 6:9. Also am Ende die letzten drei Runden. Ein bisschen schade, dass man die noch abgibt. Zwischenzeitlich ein richtig guter Lauf. Immer wieder Runden aufs Board gebracht, aber nichtsdestotrotz ist das so ein Ergebnis. Wer jetzt die Pistolrunde gewinnt, macht entweder einen richtig großen Schritt direkt zur Map, zum Sieg, oder wie, wenn man Space Jam ist, kann man mit der gewonnenen Pistolrunde zumindest wieder gleich Anschluss finden. Sollte man die Anti-Eco-Runden dann entsprechend auch gewinnen. Hat ja in der ersten Hälfte nicht so ganz geklappt auf beiden Seiten. Aber wir lassen uns überraschen. Was da jetzt so passiert, wir warten eigentlich nur darauf, dass das Ready-Up erfolgt. Vielleicht geht nochmal kurze Absprachen. Wenn es jetzt hier noch nicht weitergeht, machen wir noch mal eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder für euch da. So, und da sind wir wieder. Gucken wir mal. Das wird, glaube ich, nicht von hier. Lass hier weitergehen. Wie gesagt, es wird jetzt halt echt darauf ankommen. Kann halt Space Jam so ein bisschen den Schwung mitnehmen, beziehungsweise oder kann halt Berserk direkt da wieder die Handbremse ziehen und einfach sagen, okay. Was ihr vielleicht eben in den letzten Runden aufgebaut habt, das stoppen wir direkt wieder. Gleich wieder zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Dauert es doch länger. Wir werden auf jeden Fall keine Schnelligkeitsrekorde mit dem Match-Auto brechen. Ja, die Space-Jam-Jungs haben... So, jetzt aber aus Stichwort. Müssen wir erstmal motzen. Jetzt dann mit der zweiten Pistolrunde weiter. Diesmal Space-Jam ein bisschen mehr als nur die Waffen mitbringen möchte in die Runde. Ja, und wieder ist es Solek, der kein Kevlar kauft, diesmal ein Kit und eine Smoke. Der und Space-Jam wieder nur mit den Pistols, den Glocks diesmal am Start. Sonst komplett Kevlar. Boah, quasi mit dem ersten, den zweiten macht er nicht ganz. Das ist schade. Tasche neu kommt da mit 25 HP weg. Solek, ein Tap. Solek, noch ein Tap. Noch nicht. Ja, Batscha muss da gucken, dass er wegkommt, dass man sich da regroupen kann. Batscha, Pech, dass er Fanata nicht erwischt. Aber jetzt im zweiten Push geht ihm die Munition aus. Das ist ganz, ganz übel. Ah.
Ja, es ist so ein bisschen das, was mich bei der USPS immer so ein bisschen stört. Kriegt da nicht schnell genug das Knife rein, um da dann den Knife Break zu machen. Sehr, sehr schade. Chaotische Pistolrunde. Gut eigentlich angefangen, Tarsina mit einem Frick und ordentlichem Schaden mit da oben und dann wollte es nicht mehr so ganz klappen. Aber egal. 7! Schöner Tap da von Pashanoi. Was macht er dann nicht durch die Smoke? Und es soll sehr zügig Richtung A-Short was gehen. Jetzt mal macht er Druck. Smoke das ab. Hat er da Headshot gesehen? Müsste auf jeden Fall jetzt gehört haben. So, Solek jetzt ganz, ganz offensiv da in den Doors vor lang. Robin wartet da eigentlich auf ihn, hat ihn wahrscheinlich auch gehört. Weil die Frage wird jetzt ein bisschen sein, wer macht den Fehler? Oh, it's my. Ich krieg die Flash da komplett ab. Boah, Tarsina auch mit einem schönen Frack. Kann er den ersten sein? Es kommt nochmal eine Flashbang. Und Butcher gleichzeitig mit der Deke. Oh, Tarsina! Huh! Den ersten tappt er raus und den zweiten macht er dann. Mit zweiten Shot hat er dann den erst gemacht. Aber nichtsdestotrotz, richtig gute Runde von ihm da. Drei Fracks bis hier. Hat jetzt auch noch einen AK nicht geschnappt. Ja, und Butcher hilft ihn da aus. Richtig gute Anti-Eco. Jetzt läuft die zweite Hälfte genauso wie die erste. Pistolrunde wird gewonnen, Anti-Eco verliert man dann. Jetzt müsste Space Jam dann, wenn es danach geht, auch wieder forcen, was auch passiert. Und drei AKs hast du da jetzt natürlich gesaved bei Berserk, das wird ihm ganz recht sein. Ja, auf jeden Fall ist die Waffensituation da besser als in der ersten Runde zu dem Zeitpunkt. Wird auf da auf B, um da so ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Das klappt hier auch, aber Robin, der ist erstmal short durch und David K im Duell mit der Scout in Mitte gegen Fanat. Kriegt erstmal einen Tag mit und Robin, ja, Fanat macht sogar den Frag. Robin auf kurz das Duell gegen Mali. Na, jetzt muss er so ein bisschen ausdünner den B-Holz noch alleine, damit Tarsin da mit runter gehen kann. Aber die T's sind sich noch nicht so ganz einig, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Also man hat davor A. Robin stehen. Du hast vor B Ando in den Cutters stehen. Robin. Ja, Solek hat jetzt auch die Info da bekommen, dass da mindestens zwei Leute hinten upper mitstehen müssen. Rechnet jetzt damit, dass sie kommen. Das tun sie auch. Sind noch nicht gesehen. Jetzt aber. Gut für ihn, dass sie close kommen, aber mit drei Leuten, die auf jeden Fall einnehmen. Passiert so, da nicht viel mit dem ersten. Der muss jetzt vielleicht was zaubern. Dass er das kann, wissen wir. Tarsi hilft ihm erstmal aus. Er muss jetzt halt einfach hoffen. Und Tarsi macht ihm das auch. Und Butcher hat auch schon aufgeschlossen. Also, dass da ja keiner crossed, damit hat Mali halt Zeit, sich im Short zu kümmern. Den Frack kann er aber immer noch nicht setzen. So eine bisschen ausgehende Situation. Das Problem, was natürlich die T's haben, sie müssen jetzt Tempo aufnehmen. Butcher macht aber erstmal zwei Fracks. Ja, Feierabend. Das war die Runde. Ja, und Mali mit dem nächsten Shot. Ja, den Fehler, den man da gemacht hat, ist einfach darauf zu warten, bis man die Möglichkeit bekommt, da Mali rauszunehmen. Aber da war natürlich auch noch Butcher unterwegs. Ist dann gedacht, okay, wenn die T's nicht kommen, dann komme ich. Ja, und Tarsin hat halt auch schon vorher geholfen, den Cross da erstmal zu verhindern, beziehungsweise dann die Info zu haben, wenn da jemand Cross hat, Mali noch genügend Zeit, sich rumzudrehen. Ja, nichtsdestotrotz Solek. Oh, der will jetzt aggressiv da reingehen. Da kommt ihm jetzt Fanat entgegen. Das einmal. Den zweiten hat er noch nicht gesehen. Jetzt hat er noch ein bisschen geflankt. Kann er auch keinen zweiten Frag machen. Aber Info sammeln. Und Mali, der schließt Mitte oben aus. Oh, wird jetzt noch ein Tap. Macht den einen Tap. Und die Bombe liegt perfekt. Tarsi kann die schön sehen. Ist jetzt hier noch unsicher, ob da noch einer von hinten kommt. Den zweiten macht er aber. Und jetzt ist nur noch Ando da unter den Katas. Und da wird er durch die Smoke genommen. Ja, Mali. 29-29. Die 30er Bombe wird jetzt zünden. Wenn ihr in dem Tempo weitermacht, dann könnt ihr sogar für die 40er reichen. Ja, und jetzt haben wir wieder mal den Buy für die T's. Oder den ersten eigentlich, den richtigen. Und den müssen sie auch gleich gewinnen, sonst sind sie erstmal wieder broke. Mitte soll es jetzt sehr zügig runtergehen. Ando und Robin komplett humorlos. Das hört man da auch. Und Tarsin wird da erstmal geflasht, kann da Mitte nicht reingucken, kriegt aber jetzt von einmal, zweimal, wunderbarer Spray, schöne Flashback da von Butcher, der gleichzeitig jetzt einfach zwei gibt er auch noch gut damit, also das... Ja, Fanat macht da aber erstmal zwei Flex in der Mitte.
Aber macht die Runde hier noch spannend. Und da ist er eigentlich komplett jenseits von Gut und Böse. Da ist er komplett entfernt von. Mitte oben steht er jetzt. Das wissen natürlich auch die CTs. Ich glaube, Batscher hat ihn da auch gehört. Man sollte ihn natürlich jetzt nicht so oft noch pieken. Aber man hat die Bombe auf dem Side. Und da muss er erstmal hinkommen, wenn er die Runde gewinnen will. Man macht einen Tower. Tarsin und Batscher. Ich glaube, so langsam. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, David Kay ist alleine halt auf dem B-Side. Tarsin und Batscher werden im Moment zumindest entfernt. Also das ist nicht so ganz einfach. Und Fanat hätte jetzt auch die Möglichkeit, eine AK zu erreichen. Ich denke mal, da wird er jetzt auch drauf wechseln. Nee, will bei der AWP bleiben. Kann sich natürlich jetzt auch ungefähr ausmalen, dass da einer auf dem Side stehen wird. Das ist David Kay. Den Pochter auch, aber zieht erstmal vorbei. Und jetzt haut er ab. Kommt er dann durch die Smoke auch weg. Probiert es dann gar nicht mehr. Die AWP ist dann zu wertvoll und auch das Kevlar, das er hat. Man wird ihn da nicht unendlich handeln. Somit die 13. Runde für Berserk. Und natürlich der große Vorteil, Geld gibt das kaum. Fanat bleibt bei seinen $200 da sitzen. Zwar klar, der hat eine AK, der AWP dann am Ende gesaved. Aber kann halt auch seinen Mates nichts droppen. Und die sind auch nicht so absolut liquide. Robin hat aktuell gar nichts. Da kommt ja ein bisschen was zusammen. Ich denke mal, da wird man jetzt vielleicht zwar forcen, um halt die AWP so ein bisschen zu unterstützen. Aber viel ist das halt nicht. Also da kommen jetzt vielleicht ein paar UMPs oder eine Galil rein. Also oder auch die gute alte Diegel. Hat man ja gute Erfahrung mitgemacht hier. Zwei Stück. Andu und Robin. Zwei. Robin hat noch eine gute Lok. Und die CZ dabei, Pascha neu. Die zwar jetzt genervt wurde, aber natürlich immer noch gefährlich ist. So ein Mali mit unten. Das ist halt auch so eine Schlüsselposition. Die zu halten ist alles andere als einfach. Als CT. Man macht, entschließt sich jetzt aber das Ganze zu zweit zu lösen. Tarsin boostet da erst Mali. Man hat natürlich noch die Steps. Wenn da jetzt die Smokes und so weiter kommen, wird das nicht viel bringen. Und die Frage ist, aimt das Fanat ab? Ja, das macht er aber, David Kay. Nee, ja doch, David Kay. Mali. Ja, und Robin kann auch die AWP nicht schnappen. Somit erstmal doppelte Überzahlsituation wieder. Und die AWP, die einzige Waffe bei den Ts, erstmal entfernt. So, jetzt weiß man, dass Andu da an der Box steht. Kriegt da kaum Schaden durch die Dorf. Dann aber Tarsin gleichzeitig auch noch ein. Und dann ist es nur noch jetzt Mai. Der wird von Sodek rausgenommen. Flawless Runde. Die zum 14:7 führt. Spacejam muss jetzt die Aufholjagd starten. Denn sobald da die 15 steht, wird der Druck so hoch, dass man da eigentlich. Und wir reden ja nicht von 15:13, sondern wir reden von 15:7. Das heißt, du musst dann halt wirklich einige Runden gewinnen. Und du hast dann halt einfach keinen Raum mehr groß für Fehler. Und das wird dann halt die Herausforderung sein. Berserk kann das nur recht sein. Die sollten jetzt natürlich drauf versuchen, das, ich sag mal, das Tempo oder halt einfach das so zu halten, dass sie halt da weiter dranbleiben und jetzt nicht irgendwie es einreißen. Das ist ja, passiert ja immer mal wieder. Robin? Gegen Solek. Also dass sie da halt dann jetzt nicht dann vor, irgendwie dann in Strauchen kommen. Okay, jetzt mit dem ersten Kontakt gehen jetzt mal, macht das easy. Solek nimmt dann Robin raus. Und kann Pascha neu auch noch einen mitgehen, der ist auf 31 HP runter. Das ist natürlich dann noch Infos, die man hat. Und Andu in der Zeit A-Short durch. Da hat jetzt gerade keiner Blick drauf. David Kay, doch, der dreht sich jetzt rum. Nee, doch nicht. Ist ich nicht so ganz sicher. Ungefähr genau dieselbe Situation, die Space Jam da auch produziert hat. Aber jetzt. Wenn die Leute wüssten, wann sie durchgehen könnten. Andu mit einem richtig starken Entry-Frag da. Und der hilft ihnen natürlich immens. Jetzt ist der Side erstmal offen. Ja, vor allem kein CT da in der Nähe, um den Zeit zu halten. Das heißt, man kann ja ganz easy eigentlich die Bombe blenden. Man lässt da Fanat aber noch hinten stehen. Tarsin. Oh, und das nimmt dann noch den Support von Lang raus. Und Batscha wird da einfach mal hoffentlich jetzt den Zeit. Und hat da nicht gesehen. Unterstützt und das bringt natürlich jetzt Zeit. Oh, und Fanat mit dem ersten Molotov. Taggt ihn runter. Dann aber, genau. Jo, und dann steht da halt die 15. Und wenn man jetzt sieht, dass sie jetzt forcen können, da kommt auch nicht viel zusammen. Klar, das sind AK. Bei Andu ist auch ein Kevlar Helm, zwei Flashbangs und Smoke, aber es ist halt, ja, üppig ist anders.
Du hast jetzt 8 Runden Zeit, dir den Gegner zurechtzulegen bei Berserk. Entweder das machst du jetzt in dieser Runde direkt oder dann halt in der nächsten. Aber du hast jetzt noch ein bisschen Zeit. Gut, wäre natürlich aber direkt da. Boah, da sie! Schöner One-Tap da von ihm. Aber so, schöner Fetter von Fana. Kann er durch die Smoke mit der Scout das Ding zurückbringen. 4 gegen 4, Mali, der ist von 2 bekannt. Oh. So, jetzt fängt Space Jam natürlich ziemlich spät jetzt einfach mal an, hier, ne? Ich sag mal, eine gute T-Runde aufzubauen mit David Cage. Drei Entry-Frags hier. Und bei Entry-Frags kann man es da nicht mehr nennen. Trotzdem, Solik ist da nicht bekannt und kann da eigentlich ganz gut zwischen den Linien hier durchsneaken. Dann aber von oben auch ausgenommen. Damit die zweite Runde erst in der Hälfte. Aber auch erstmal die Vorentscheidung vertagt. Das ging jetzt natürlich sehr, sehr schnell. Also man hat gut angefangen, wieder Tarsi, ein schöner Headshot da, aber dann... Ja, da muss halt der zweite Frag auch kommen, weil sonst, wenn man da zu dritt die Mitte runtergeht und David K. macht's fahren natürlich ziemlich einfach, wenn er da langsam runter rumzieht. Short geht jetzt wieder durch. Da ist Mali jetzt dann der gefragte Mann. Und wieder der Frag. Tarsin fällt gegen Andu. Mali ist so ein bisschen getrappt. Muss extrem aufpassen, wird jetzt auch noch rausgemollert. Viele Möglichkeiten hat er da nicht, kriegt dann auch noch einen Bang. Ja, da hat er eigentlich keine Chance mehr. Passt dann neu auch noch mit einem Fanat mit dem nächsten. Batscher muss dann auch so gucken, dass er die Arbe da wegbringt. Ein Machter mit 13 AP wird aber da nicht wegkommen. Oh, was passiert denn jetzt gerade? Ja, ich habe das Gefühl, dass Berserk ein bisschen zu sehr aufs Scoreboard geguckt hat. Eigentlich sollte man die Augen da weglassen und jede Runde einzeln für sich betrachten. Und jetzt ist man erstmal in der Situation, dass man ekeln muss. Ja, und dann, sobald es zweistellig wird, ist der Abstand dann auch nicht mehr so groß. Und gleichzeitig also, natürlich Space Jam, die haben jetzt auch Geld. Also wenn da mal eine Waffe abhanden kommt, nicht so schlimm, du kannst halt nachkaufen. Ja, und jede Runde, die man dann da holt, motiviert dann doch noch mehr. Und verunsichert gleichzeitig dann Berserk auch immer noch ein Stückchen. Baut sich natürlich auf, aber Pascha Neu kriegt erstmal einen. Geht man zu dritter Offensiv raus. Aber da stehen dann auch drei Russen, die das natürlich gerne annehmen. Und dann ist es gleich ein 2 gegen 5. Nur noch Mali und Solek. Ja, Mali ist eigentlich da bekannt. Hat man schon vorher gehört, da kamen schon ein paar Nades geflogen. Ja, und Solek und Mali, Mann, sammeln sich da. Vielleicht kann man da noch irgendwie ein bisschen Waffen rausnehmen. Problem ist halt, It's My ist schon durch. Solex. Mali mit dem Frag kann der Robin mit der Nate in der Hand erwischen. Und It's My, der weiß natürlich auch, okay, da muss jetzt einer lang stehen. Double Doors, da gehe ich doch mal dahin. Jetzt gucken wir mal. Solex hofft da so ein bisschen drauf, dass da vielleicht einer kommt. Das ist jetzt auch der Fall, jetzt ist er bekannt. Ja, jetzt hat er auch den Namen gesehen. Wow. Was? Da müssen zwei stehen. Ja. Und Solek nimmt dann noch einen raus. Also im Endeffekt das Ziel fast erreicht. Man muss halt jetzt halt nur gucken, dass man eventuell noch die Waffen rankommt. Die Sache ist halt, Andu ist jetzt auch nur mit 24 AP. Genau, der kann dann auch ganz schnell... Oh, Solek mit dem nächsten Mundig. Hätte es dann gar nicht gebraucht. Immerhin wird die Runde teuer. Man kann eine Zweier-Cast mitnehmen. Das wird ihnen recht sein. Und dann Mali kann auch sogar noch das Kevlar mitnehmen. Ein paar Nades waren auch noch eingesammelt. Also dann hat sich die Eco auf jeden Fall gelohnt bis hierhin. Klar, Space Jam kann nachkaufen, aber das tut zumindest schon mal ein bisschen weh. Ja, unendlich viel Geld ist da nicht da. Robin, klar, der hat jetzt 9k. Fanat auch knapp 9k. Andu 10k, aber wenn du da jetzt ein Weih hinlegst, dann ist das auch schnell wieder Geschichte. Aber trotzdem muss Berserk jetzt echt aufpassen. Sie haben zwar immer noch 5 Runden Zeit, aber... Aus 5 Runden können schnell mal 3, 2 oder halt gar keine Runde mehr werden. Und dann geht's vielleicht ins ganz schlecht, läuft in die Overtime. Und wir jetzt erstmal Short boosten. Boah, und von Hand nimmt er direkt erstmal Tarsin raus. Das ist natürlich. Aha. Ja, das ist mehr als ungünstig gerade. Jetzt gerade läuft es ganz im Gegensatz zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Pascha Neu mit dem nächsten Mal, die Trader zurück. Oh, Trader gleich 2. Andu nimmt er auch noch mit. Sehr schön. Und damit davon. Überhaupt kein HP-Verlust. Optimal gelaufen haben, hat jetzt 3 gegen 3, hat den Ausgleich wiederhergestellt. Aber man muss jetzt trotzdem aufpassen, Mali sollte es dann auch nicht overpeaken, besonders weil It's My da unten im Kerter steht und ja, ihn dann raustappt. Das ist eigentlich der Grund, warum man da immer geduckt vorgeht, wenn man nicht weiß, ob da einer am Kerter steht. So lag. Sieht da auf jeden Fall die Füße jetzt. Zieht sie erstmal zurück, jetzt ist die Frage, wird's B oder wird's A?
Diesmal richtig optimal. Butcher mit dem Frag und jetzt ist A erstmal offen. Da wird es jetzt auch hingehen. Solek hofft da ein bisschen, dass B wird. Das ist es aber nicht. Butcher kann das ansagen, dass da gut Betrieb ist. 2 gegen 2, das ist noch machbar. Butcher mit der Nade. Solek jetzt über kurz. Butcher versucht da. Ordentlich. Ja. Roben auf 41 HP runter. Also das ist definitiv machbar. Die Frage ist... Man weiß jetzt auch, wo die Arve steht. Hat die Waffe da gesehen. Wird da ein bisschen hochgehen können. Roben nur auf kurz fokussiert. Aber Fanat ist natürlich zur Stelle. Und Solek rechnet nicht damit, dass Roben da schon so offensiv steht. Damit 15 zu 11. Es sind nur noch 4 Runden. Und Geld hat man momentan auch nicht so gut wie Berserk. Ah. Da wird das dann immer knapper, wie gesagt. Vielleicht sind das dann doch nur noch 3 Runden, wenn man die Runde hier nicht gewinnt. Was halt schade ist, Mali macht das richtig gut, kann da 2 Frags ziehen. Und dann ärgerlicherweise, weil er dann halt nochmal versucht, da ein bisschen Info zu sammeln, wird er dann von... Ja, ich kann es halt auch verstehen, wenn man da schon 2 Kills macht, dann denkt man sich auch, geil. Ja, besonders, weil man dann halt... Da noch einen hin, so legt er fast auf gerade erwischt auf lang. Ja, und der wird jetzt ordentlich was zu tun bekommen, aber hat er eben in der Deagle schon mal gezeigt, dass da was geht. David Kayfanger kann erstmal anfangen mit der USP! Oh. Ey, mit der P250 Solek durch die Smoke, Andu weg! Gewinnt man jetzt das Game mit so einer 100 Hasi mit dem nächsten Deagle, Frank, und der nächste fährt auch noch! Jetzt ist es nur noch Roman und auch noch rausgenommen, der Deagle. Nicht. Also diese Stories schreibt dann halt nur CS, es ist halt immer dasselbe, wenn die Leute denken, okay, wir haben jetzt hier eine Sparrunde, da... Machen wir es mal unorthodox und dann funktioniert es einfach. Da ist ein bisschen Lücke damit dabei, dass man den Frag dann durch die Smoke macht und ja. Im Endeffekt verdienter Sieg, muss man einfach sagen. Am Ende hat man natürlich ein bisschen nachgelassen. Da hat man vielleicht ein bisschen zu sehr drauf geguckt, okay, wir haben jetzt schon 15 Runden, das wird jetzt easy. Wir haben irgendwie, am Ende waren es glaube ich irgendwie 8 Runden, die man da Abstand hatte. Wobei man aber natürlich auch. Das ist natürlich ganz schnell geschmolzen. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Space Jam, als es dann die 15 Runden für Berserk war, finde ich. Mehr Tempo reingebracht, also viel, viel aggressiver dann, als T das gespielt hat. Einzelne Mal dann da wirklich einfach auch straight Mitte runter und dann halt wirklich den Druck viel, viel schneller, dass die CTs gar nicht so dieses, weil sie gemerkt haben, okay, wenn wir es langsam machen, wenn wir es so versuchen, okay, wir bauen das auf und versuchen, dann klappt es nicht so gut. Dann haben sie das Tempo deutlich erhöht, hatten dann auch vielleicht ein, zwei wirklich glückliche Situationen, dass sie halt dann unten in der Mitte dann mal einen Legshot oder durch die Wand da, oder durch die Door einen Frag machen oder zumindest guten Schaden machen. Das ist natürlich dann, hilft dann auch. Nichtsdestotrotz, am Ende hat Berserk eine überzeugende Leistung gebracht, finde ich. Also es war, kam ein leichtes Straucheln am Ende, aber wer gewinnt, hat recht, sagen wir mal. Am Ende fragt dann keiner mehr, ob du 16-2 oder 16-12 gewonnen hast. Ja, wir sagen GG, well played und sagen danke fürs Zuschauen. Hoffen, euch hat es gefallen. Und bis morgen sogar auch wieder mit Berserk, auch wieder 20 Uhr. Jetzt muss ich, Eule, korrigiere mich. Du bist 21. 21 Uhr, Entschuldigung, gegen die Game Agents. Da sind wir dann auch wieder für euch da. Also würde uns natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wir wünschen euch jetzt aber erstmal einen schönen Abend. Und nee, ist auch 20 Uhr, sorry. Auch 20 Uhr, okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es 20, 21 Uhr war. Also morgen 20 Uhr, aber es wird natürlich bei Twitter auch nochmal, folgt eSport Mania oder folgt uns, dann kriegt ihr, oder folgt beiden am besten, dann kriegt das auf jeden Fall mit, wann wir wieder live sind. Wir sagen, wie gesagt, danke, wünschen euch allen einen schönen Abend und bis morgen. Ciao. Ciao.